Was kann ich für dich tun? Du hast Probleme zu Hause. Und welche Art von Probleme hast du? Wer ist sie? Deine Menschen, also die Menschen, die dir zu essen geben, die zu, ja, die, okay. Du meinst, sie lieben dich nicht mehr. Und wie war das, als sie dich geliebt haben? Damals, ja, da haben sie dich immer rein und rausgelassen, verstehe. Und jetzt machen sie das nicht mehr. Und seit wann ist das so? Weißt du das? Was ist anders geworden? Oder hast du was festgestellt? Ah, und warum hast du ihn in ihrem Bett Pipi gemacht? Ah, du hast versucht, ah, gut, du hattest das Gefühl, du gehörst nicht dazu und dann hast du gedacht, wenn du Pipi machst, hilft das. Aber, Luke, ganz unter uns, ich habe das Gefühl, das hat nicht wirklich funktioniert. Oder haben sie sich dann mehr um dich gekümmert und waren mehr bei dir? Weniger. Dann ist es wahrscheinlich nicht die richtige Lösung. Was mich wundert ist, also sie lassen dich draußen und lassen dich gar nicht mehr rein. Also sie lassen dich manchmal rein, ja. Ah, und die lassen dich dann nicht mehr raus. Und das ist ja wirklich erstaunlich. Puh. Ach so, du hast eine Katzenklappe. Und warum benutzt du sie nicht? Du hast ja den Schwanz eingeklemmt. Ist das immer so, wenn du durch die Katzenklappe gehst, dass du dir den Schwanz einklemmst? Ah ja, das war. War das nur einmal? Also zweimal. Und die anderen Male ist es gut gegangen. Ah, du gehst nicht mehr durch die Katzenklappe. Du möchtest, dass sie dir wieder die Tür aufmachen. Verstehe. Du fühlst dich, oh, ja, verstehe ich, ja. Du fühlst dich ganz verlassen, ganz allein auf dich gestellt. Und es macht dich ganz traurig, dass sie dich da so draußen lassen. Ja, das ist aber auch nicht so schön. Aber sag mal, Luke, mit dieser Katzenklappe, wärst du bereit, vielleicht zu gucken, ob es eine Möglichkeit gäbe, dass du sie vielleicht doch benutzt? Vielleicht würde das die Situation ein bisschen entkrampfen, weil ich habe das Gefühl, ihr seid so eine Art Pattsituation. Wenn sie dich nicht reinlassen, manchmal reinlassen, dann fühlst du dich ganz elend und auf dich gestellt. Vielleicht wäre das hilfreich oder kannst du dir das vorstellen, durch diese Katzenklappe zu gehen? Wollen wir da, ja? Auch das ist ja so. Luke, das finde ich wirklich toll. Das finde ich wirklich toll. Weil ich könnte mir vorstellen, dass man auf eine andere Ebene kommt, wenn du denen, also deine Menschen da entgegenkommst, dass vielleicht was passiert, weil wir können, du und ich, deine Menschen nicht ändern, die werden so bleiben. Das kann ich dir nicht bieten, dass ich diese Menschen für dich verändere, verstehst du? Das wird wahrscheinlich so bleiben und ich kann mir vorstellen, erstens, dass du ihnen zeigst, dass du denen entgegenkommst, dass vielleicht was Neues passiert bei ihnen und auch für dich, dass du das Gefühl hast, du gehörst dazu, bist auch frei, nach draußen zu gehen. Das ist vielleicht ein gutes Gefühl. Ich würde dir anbieten, jetzt in eine Tiefentspannung zu gehen und innerlich zu üben, durch diese Klappe zu gehen. Also kannst du sie mir ein bisschen beschreiben, die Klappe? Ein enges Tunnel. Ah, es hat zwei Klappen. Also du musst durch die eine Klappe und dann durch die andere Klappe und da, aha, da klemmt das manchmal. Ja.
Und hast du eine Vorstellung, wenn es gut gegangen ist, was hast du da gemacht, was anders war? Ah, den Schwanz sofort eingezogen. Also, du bist reingegangen und sofort den Schwanz. Ja, das könnten wir vielleicht üben, weil das hast du schon mal sehr schön gemacht und ich kann mir vorstellen, dass, wenn wir das ein bisschen visualisieren, dass du das vielleicht besser hinkriegst. So. Dann bitte ich dich, einen Punkt vorne zu fixieren. Ja, vor dir. Und einfach zu warten, bis dieser Punkt ein bisschen unscharf wird. Und du spürst deinen Körper auf diesem Sofa. Und du hörst meine Worte. Und du siehst alles, was du sehen kannst. Vor dir, in diesem Raum. Und du hörst die Stille zwischen meine Worte und das alles hilft dir, in einer gewissen Entspannung zu kommen, zu gleiten. Und du kannst immer tiefer in diese Welt hineingleiten, deine innere Welt, in der alles möglich ist, in der du nichts machen musst. Und weißt du, Luke, manchmal ist das so, dass man ganz allein ist im Wald. Oder auf eine Wiese und man hört die Vögel und man steht neben diese Riesenbäume und man fühlt sich so klein und manchmal so verlassen und dann spürt man vielleicht die Sonne.